Welcher Verein will unbedingt Randall Kolo Muani verpflichten und was ist seine Entscheidung? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Trotz den schwankenden Leistungen von Eintracht Frankfurt gab es immer jemanden, der hervorragende Spiele gemacht hat. In 3 Spielen schoss er 2 Tore und verbuchte einen Assist. Das ist Randall Kolo Muani. Seit dem Wechsel im letzten Sommer von FC Nantes zu Eintracht Frankfurt ist er ein richtiger Durchstarter. Von einem x-beliebigen französischen Spieler zu einem Nationalspieler, der den WM-Titel auf dem Fuß hatte. Doch so etwas zieht natürlich große Aufmerksamkeit auf sich. Darunter unter anderem auch den FC Bayern München und Manchester United. Mit Wout Weghorst hat nun Manchester United auch schon einen Stürmer verpflichtet, mit dem sie allerdings nicht besonders zufrieden sind. Bei beiden Vereinen steht ein weiterer Stürmer auf dem Wunschzettel, und zwar Harry Kane. Da aber die Vertragsverlängerung von Harry Kane relativ wahrscheinlich ist, wird wiederum der Transfer von Kolo Muani wahrscheinlicher. Ein Transfer im Winter ist allerdings ausgeschlossen. Das betont auch Markus Krösche. Klar ist, wenn Harry Kane seinen Vertrag bei Tottenham verlängert, ist es wahrscheinlich, dass Bayern und United richtig ernst machen bei Muani und dann auch unmoralische Summen über 100 Millionen Euro geboten werden. Doch will Muani überhaupt gehen? Das ist eine gute Frage. Wenn sich Eintracht Frankfurt erneut für die Champions League qualifiziert oder gar weit in der aktuellen CL-Saison kommt, dann kann es sein, wenn Eintracht Frankfurt nicht zu 100% mit der potenziellen Ablösesumme zufrieden ist und Kolo Muani sich wohlfühlt, dass Kolo Muani noch ein Jahr dranhängt. Genug Vertragslänge hat er ja noch. Welche Top-Talente noch gar keinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt haben, was sich aber bald ändern könnte, das siehst du hier rechts. Ciao.